Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Das ist der Satz aus dem Matthäusevangelium, der mich jedes Mal, wenn ich ihn am Karfreitag höre, tief berührt. Und es ist einfach still in der Kirche, wenn er verklungen ist. Und in diesem Moment verdichten sich alle Abgründe, die Menschen in ihrem Leben erfahren, die wir vielleicht auch in unserem eigenen Leben erfahren haben oder aktuell erfahren. Und wir halten sie Gott hin. Warum geschieht das? Warum stirbt der Sohn Gottes am Kreuz? Warum sterben Menschen heute, die uns das Liebste sind? Vielleicht aus dem Nichts und vielleicht sogar durch eigene Hand. Und unsere Hoffnungen sterben mit. Ein Stück unseres eigenen Lebens geht. Und nirgendwo am Horizont erscheint irgendein Sinn. Die Abgründe, die wir erfahren, legen wir an diesem Tag in unseren Karfreitagsgottesdiensten vor Gott. Legen sie in seine Hand. Wir verstehen nicht, was passiert, aber dass es eine liebende, eine bergende Hand ist, in die wir sie legen, das glaube ich fest. Überall feiern wir heute die Karfreitagsgottesdienste. Wir gedenken des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Und wir nehmen alles Leiden von Menschen heute in dieses Gedenken und in unser Gebet hinein. In der Hoffnung, dass am Ende Gott alle Tränen abwischen wird. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.